Moin Leute, willkommen zu einem erneuten Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. So, jetzt drohen die letzten Wochen immer mehr Pakete ein vor den schönen Weihnachten, vom schönen Weihnachten. Heute geht es um einen schönen Gepäckwagen von Rocco, der Deutschen Bahn. Genau. Gleich mal rein. So. Ja, wo es noch hin hat. Yes. Alles zu so einem Bart zusammengeschustert worden. Das gibt's ja aber nicht. Ja. Das ist hier echt ziemlich gut zusammengeklebt worden, das Paket. So. Genau. So. Okay. Hier ist der schöne Gepäckwagen drin. Es geht hier um den Rocco 45251. Ein Gepäckwagen DMS 902 oder 902, je nachdem, wie man es sagt. Ja. Kriege ich den da jetzt raus? Boah. Ah, da ist der Anfang, glaube ich. Ja, man hält das Messer eigentlich von sich weg. So. Mit dem hier in der Luft rumhantiert. So. So. Ist jetzt, glaube ich, ja, nee, ist jetzt keine Neuheit von Rocco. Wann gibt es schon ein paar Jährchen? So. Genau. Der hier DMS 902 im Maßstab natürlich 1 zu 87 von Rocco mit der Artikelnummer 45251. So, da ist er. Das ist von der Epoche 5, mit der Beschriftung der Epoche 5 und die Lackierung ist lichtgrau-weiß. Na? So, dann schauen wir mal rein. Das gute Stück. So, hier natürlich wieder Kupplung dabei. Keine Ahnung, ich glaube, das sind sogar tatsächlich die gleichen, die am Wagen gerade dran sind. Ja, deshalb, ich verstehe nicht, wieso jetzt hier Ersatzkupplungen dabei sind. Sind eigentlich genau die gleichen Kupplungen, die gerade schon da sind. Also, okay, dann hier noch Griffe, die man dran machen kann und so weiter und so fort. Möglich will ich mich jetzt aber gar nicht so lange dran festhängen hier. Wenn wir gleich zur Sache kommen. Genau, und hier noch die
Anleitung zum Achsen einlegen, Achsen tauschen, ölen und hier, wie man die Teile dran macht. Also die Zusatzteile, die, ja, wisst ihr schon, wie ich es meine. So, okay, jetzt schauen wir uns mal diesen schönen DMS 902 an von der DB. Richtig schön. Ist auch früher echt gut aufgefallen in den Zügen, in denen die eingesetzt worden sind. Hier natürlich mit Kurzkupplung und Kupplungsschacht für wechselnde Kupplung natürlich. Ja, ansonsten sehr schicker Wagen. Ist auch noch nicht so viel Zeugs dran, sodass der Wagen mit Sicherheit schön rollen wird. Die heutigen Modelle haben ja immer das große Problem, dass zu viel kleine Teile dran sind und die Fahrtauglichkeit dadurch sehr oder massiv eingeschränkt wird. Das, denke ich, wird bei dem Modell hier jetzt nicht das große Problem sein. Nee, sonst ein sehr, sehr schicker Wagen. Na? Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gern ein Like und ein Abo da, wenn ihr hier auf unserem Kanal nichts verpassen wollt. Und ein Fahrvideo zu dem Wagen gibt es natürlich auch noch in einem Zugverband, wo wir einen passenden Zug für den Gepäckwagen raussuchen werden. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Das Video wird es ja wahrscheinlich im dritten Advent, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit im dritten Advent rauskommen. Und falls davor jetzt kein Video mehr kommen sollte, weil vor Weihnachtszeit haben wir immer sehr viel zu tun, weil ich habe Geburtstag. Das ist eine Sache und natürlich Weihnachten. Haben wir da jetzt nicht so viel Zeit. Aber dann wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten, schönen 24. Und genau, dann war es es schon.